YouTube Deutschland, einen wunderschönen guten Tag. Wenn ihr euch wundert, warum ich so strahle im Gesicht, ich komme direkt aus der Badewanne. Ich habe also richtig heftig gebadet heute. Ich habe mich komplett darauf vorbereitet, einfach Gladbach gegen Manchester City zu gucken, entspannten Abend machen, ein bisschen runterkommen, habe mich schön eingecremt, schön überall Gesichtscreme und Vaseline und alles, was halt ins Gesicht gehört und überall und habe auch eigentlich nichts angehabt, kein gar nichts. Und dann sieht man plötzlich, man kann ja das Update für die Season 2 schon runterladen. Man kann zum Beispiel die Dev-Maschinen ja schon seit heute spielen, aber Treyarch hat etwas gemacht, was unglaublich ist und was ich niemals für möglich gehalten hätte. Und zwar hat Treyarch verschiedenste Maps überarbeitet, basierend auf dem, was wir genannt haben. Und damit ihr die wichtigsten Infos jetzt direkt mit das schon habt, habe ich mich jetzt hier abends noch hingesetzt. Und es ist gut, dass ihr nichts sehen könnt. Ich habe nämlich keine Hose an. Und damit ihr genau sehen könnt, wovon ich spreche, zeige ich euch das hier bei Twitter und dann zeige ich euch auch noch, Leute, ein, zwei Neuigkeiten, unter anderem, wie ihr jetzt schon, bevor es wirklich veröffentlicht wurde, den neuen Outbreak-Modus spielen könnt. Als allererstes gehen wir hier aber bei Treyarch Studios bei Twitter. Das heißt, wenn ihr wollt, Leute, könnt ihr mir auf Twitter auch gerne folgen. Da gehen wir mal rauf und ihr seht das hier schon. In addition to Season 2 News Maps, the multiplayer team has made design updates to several of our 6v6 maps based on player feedback. Für die, die von euch gar kein Englisch sprechen. Basierend auf dem Feedback von der Community haben sie für die Maps Kartell, Crossroad Strike, Moskau, Satellite, Raid und Express verschiedenste Änderungen gemacht. Unter anderem könnt ihr das hier ganz geil sehen. Vorher, nachher, beziehungsweise andersrum. Schaut euch genau an, das ist absolut heftig. Und das haben sie für diese Maps, die unten stehen, gemacht. Genauso wie sie Spawns justiert haben. Wenn ihr also euch sowas mal in Ruhe zum Beispiel durchlesen wollt, geht einfach bei Twitter auf Treyarch Studios und ihr könnt euch diese Sachen, die euch wir als Content Creator ja auch oftmals vorstellen, dort alle nacheinander angucken. Und hier könnt ihr zum Beispiel alle Veränderungen, die es gibt, ich mach's mal langsamer, könnt ihr euch hier in so einer Slideshow angucken, was ziemlich cool ist. Also das hier und das hier. Und wenn man genau in der Mitte guckt, seht ihr, dass die Büsche kürzer geschnitten sind. Das, wonach wir alle geschrien haben, finde ich sehr cool. Hier auch wieder Kartell. So. Und schaut mal, wie das aussieht. Vor dem Update. Ihr seht nichts. Und jetzt seht ihr was. Das gleiche haben sie hier auf der Ebene gemacht. Finde ich sehr, sehr geil, dass sie darauf reagiert haben. Haben sie auch geschafft, immerhin 3 Monate nach Release. Das gleiche hier, Crossroad Strike zum Beispiel. Dieser Bereich hier, genau hingucken. Der war teilweise nervig. Ich persönlich hätte gerne noch diese Reifenstapel weggemacht, aber für S&Z dürfte das dann ein Problem sein. Das gleiche hier hinten. Jetzt ist da nicht mehr so viel Deckung am Anfang. Das sind alles kleine Änderungen, die zwar hätten früher kommen können, aber das Game- und Play-Erlebnis auf den Maps besser machen, zumindest in Liga. Im Casual Gaming mit Skill-Based Matchmaking ist es eigentlich völlig egal, wie die Maps aussehen, dort haben wir immer das Gleiche. Bei Moskau sieht man das auch sehr krass. Diesen Bereich, der war riesengroß. Ich habe zwar noch nie einen gesehen, der sich da versteckt hat, außer in Prop Hunt, aber auch hier haben sie dafür gesorgt, dass der Bereich und der Bereich, dass das hier abgeschnitten wird. Das heißt, die Map ist kleiner gemacht worden. Gucken wir uns das bei Moskau auf der Seite nochmal an. Nicht auf der Minikarte, sondern hier. Hier haben wir jetzt die Absperrung. Schaut mal. Hier ist sie mittlerweile. Hier haben sich wohl angeblich öfter mal Leute versteckt. Das geht jetzt im Prop Hunt nicht mehr. Es geht auch woanders nicht mehr. Hier sehen wir das gleiche bei Moskau wieder. Hier gehen wir einmal rüber. Und hier gehen wir auch einmal rüber. Finde ich sehr krass, dass diese Änderungen, hier zum Beispiel habe ich Exclusive Ace im Video gesehen, hat er gesagt, da haben sich öfter welche versteckt. In diesem Bereich hier habe ich in den, ich weiß nicht, 500 Runden, die ich Moskau gespielt habe, noch nie jemanden gesehen. Aber auch hier haben wir jetzt die normale Begrenzung, hier kommt also keiner mehr durch. Dann gibt es hier noch ganz, ganz viel Updates, unter anderem zu League Play. Die Leute haben ab jetzt, oder wir alle, nur noch die Möglichkeit für die Score Streaks von Anfang an mit weniger Punkten zu bekommen. Aber die Score Streaks sind jetzt auch von der Anzahl, die man nehmen konnte, runter reduziert worden. Das heißt, ihr kriegt jetzt noch die Artillery und die Cruise Missile. Jetzt ist es hier aber so, das, was wir eigentlich ja für den Multiplayer haben wollten, wenn ihr sterbt,
gehen eure Punkte zurück. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ihr 10 Kills macht, aber 15 Mal gestorben seid, ihr trotzdem Streaks bekommt. Dafür sind die Streaks jetzt aber auch reduziert worden. Meine Bitte an euch, Treyarch, bitte, bitte macht dieses Update genauso für den Multiplayer. Lasst die Sachen ein bisschen weniger kosten und wenn ich auf einer 12er sterbe und der Orbi 13 Kills braucht, dann habe ich Pech gehabt. Aber es würde dafür sorgen, dass nicht am Ende von jeder Runde jeder Typ aus jeder Lobby, egal wie schlecht er war, alle seine Streaks bekommt. Das ist Grüße an WW2 Anforderung Perk. Dann gibt es hier noch ein paar Infos, die ihr euch gerne durchlesen könnt. Zombie Camos und. Zu dem Outbreak-Modus werden wir jetzt noch kommen. Wie ihr seht, haben wir in dem Start-Screen sozusagen jetzt auch einen neuen Hintergrund. Das heißt, unser Charakter läuft durch Laos oder Jungle oder wie auch immer die Karte jetzt heißen wird. Es kann sein, dass das Echolon ist, eine von den Karten, die ja geleakt wurde. Wir kriegen ja auch leider nur eine neue 6 gegen 6 Map. Das zeigt also, welchen Stellenwert der Multiplayer generell für Activision hat. Und ich würde hier auch weniger Schuld auf Treyarch laden oder Infinity Ward oder Sledgehammer erstmal. Die Entscheidungsträger am Ende sind nun mal Activision und die Entwicklerstudios machen, was sie im Prinzip müssen. Hier ist ein kleines cooles Feature, was ich euch ganz gerne zeigen würde. Und zwar, wenn ihr 45 Sekunden hier in dem Screen sozusagen nichts drückt, also nicht L1 drücken, nicht R1 drücken, wenn ihr gar nichts drückt, wenn ihr es einfach so lasst, dann können wir das jetzt hier live sehen, ich werde das auch ungeschnitten machen, dann verschwinden all die Layouts, die wir hier in dem Screen haben. Der Charakter läuft komplett durch diesen Jungle, was ziemlich cool ist, wenn man zum Beispiel Thumbnails damit machen möchte, denn all das, was hier drumherum ist, also da und da und ihr seht das bestimmt gleich, verschwindet und der Charakter läuft im Fullscreen einfach diesen Dschungel entlang und er läuft vor allen Dingen unbegrenzt. Das heißt, diese Schleife hier ist unbegrenzt. Wenn man lang genug dabei bleibt, wird man bestimmt, so wie jetzt, irgendwann sehen, okay, da wiederholt sich irgendein Muster. Aber erstmal ist es ganz cool. Finde ich einfach witzig. Da muss man auch gleich noch etwas Negatives hinzufügen. An alle von euch, die jetzt noch nicht daran gedacht haben, ihr dürft gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ist selbstverständlich kostenfrei. Viele Spieler auf der PlayStation haben jetzt heute Abend, das heißt gestern Abend, wenn ihr dieses Video seht, darüber gemeckert, dass ihre FPS extrem droppen. Dieses Problem hat Treyarch schon in einem Blogpost und in diesem Livestream erwähnt, haben gesagt, dass sie wissen, was der Fehler ist und sie sorgen dafür, dass das demnächst mit einem schnellen Hotfix erledigt ist. Das heißt, wenn ihr jetzt das Update schon gestartet habt und eure FPS noch droppen, denkt dran, ihr seht das. Ein Tag, nachdem es aufgenommen wurde. Dann kann es durchaus sein, dass ihr das Problem noch habt. Es wird sich bald behoben haben. Wenn man genau guckt, weiß man auch warum. Treyarch hat hier im Hintergrund einen leichten Blur-Effekt mit reingenommen. Dieser Blur-Effekt ist ähnlich wie bei zum Beispiel OBS beim Stream. Ist sehr CPU gezogen oder der zieht sehr viel CPU. Das heißt, es kann sein, dass eure PS4 und PS5 da ein bisschen Probleme hat. Keine Sorge, Leute. Fix ist im Anmarsch. So, wenn wir dann mal raufgehen, haben wir noch eine Info, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass wir eben jetzt hier den Todbringer haben. Und es gibt schon genug Videos, ich werde jetzt nicht gegen Bots mit diesem Ding durch die Gegend laufen. Kurze Info, kostet aktuell 2200, ist viel zu günstig, ihr könnt 13 bis 15 Kills damit machen. 200 Schuss, geht erst weg, wenn ihr sterbt, sie weglegt oder die 200 Schuss leer sind. Ich wette um 50 Euro mit jedem von euch, nicht länger als 7 Tage und diese Score-Streak wird mit den Punkten nach oben gesetzt auf mehr als 2200. Und jetzt wolltet ihr mit Sicherheit noch wissen, wie könnt ihr den Outbreak-Modus spielen und das zeige ich euch. Ihr geht ganz normal auf Einstellung, dann geht ihr auf euer Netzwerk, macht eure Netzwerkverbindung einfach aus, so als wenn ihr kein Internet hättet, das heißt ihr braucht eigentlich nur so tun, als wenn ihr bei Vodafone Kunde wärt. Grüße gehen raus an Vodafone, vor einer Woche fristlos gekündigt, bis heute noch keine Antwort, kein gar nichts bekommen. Seit gestern der Telekom-Router dabei und Stream war Bombe. Ihr müsst also ohne Netzwerkverbindung einfach nur das Game starten. Mehr braucht ihr erstmal nicht tun, damit ihr den Outbreak-Modus schon sozusagen spielen könnt. Und der nächste Schritt folgt. Ihr seid dann im Menü ganz normal, dann geht ihr einfach nur auf Zombies, dann kriegt ihr diesen Trailer. Und jetzt, Leute, ist es relativ einfach. Ihr seid im Offline-Modus, habt aber hier jetzt die Chance, den Outbreak-Modus zu spielen, wenn ihr wollt. Das geht aber nur so lange, wie ihr eure Internetverbindung offline lasst. Sobald ihr euch wieder neu verbindet, fliegt ihr hier raus und der Outbreak-Modus ist wieder weg. Ihr habt es gesehen, der Ausbruch-Modus
ihr geht auf Spielen und los geht's. Um von Activision hier keinen Copyright Strike zu bekommen, werde ich damit jetzt die Runde nicht starten, denn so hier hinkommt, ist mit Sicherheit erlaubt. Ihn zu starten, weiß ich nicht. Das heißt, wenn ihr es macht, überlegt es euch auf jeden Fall. Das sind alle wichtigen Infos, die wir zur neuen Season haben. Heute, wenn ihr dieses Video seht, Like, Abo dagelassen, yo, entspannten Tag gehabt, yo, gute Laune gehabt, yo. Sehr, sehr geil. Es werden ganz, ganz viele Infos zu Warzone noch kommen. Ich werde euch das alles verarbeiten. Es wird genug kommen. Ich habe euch versprochen, ich lasse euch nicht hängen. Shappy ist mit bei euch dabei. Das heißt, Leute, ich gehe jetzt wieder rüber, City gegen Gladbach gucken. Mein Job ist erfüllt. Das heißt, heute Nacht schneide ich das für euch. Kuss geht raus. Haut rein.